Es war von Anfang an sehr gute Gespräche und ich bin sehr glücklich, dass man mich zum Ende dann ausgewählt hat als der Trainer, der die Herausforderung hier meistern soll. In erster Linie habe ich mir jetzt mal versucht, diese Dinge auch auszublenden, aber man nimmt es natürlich wahr und es ist ja auch legitim, dass man heute in unserer heutigen Zeit sich äußert, auch in Social Media äußert. Ich kann sagen, ich weiß, warum ich hier bin, ich weiß, welche Aufgabe mich hier erwartet und ich weiß, was ich leisten kann. Aber das darf kein Ich sein, sondern das ist, muss ein Wir sein. Fakt ist, dass ich hier sitze und darüber freue ich mich außerordentlich. Aus mehreren Gründen. Erstens bin ich davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen werden. Es war oft schon darüber zu lesen, dass es in der Tat für mich eine Herzensangelegenheit ist. Und ich glaube, jeder, der mich ein Stück weit näher kennt, der weiß, dass das auch der Fall ist. Und am Ende vom Tag ist es so, dass das Gremium entschieden hat. Das Gremium hat sich für mich ausgesprochen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und werde alles versuchen, gemeinsam mit den Gremien, mit Alex, mit dem Trainerteam, erfolgreich zu arbeiten.